Hallo und willkommen zurück zu Shininjas Let's Plays und Cat Quest 2. Ja, wir sind im Gebiet der Wolfen unterwegs und haben gerade von König Wolfen den Splitter abgeholt. Den Königssplitter. Und wollen jetzt zu Kit Kat. Um das Königsschwert zu schmieden. Wir haben jetzt beide Teile. Ich dachte, der war weiter unten. Hätte ich auch einen anderen Teleporter nehmen können. Hotto ist bereits drin. Legen wir los, Eure Majestät. Was macht jetzt dieser dreckige Köter in meinem Haus? Glaubst du, Hotto kommt ins Haus der Teufelin, wenn er eine Wahl hätte? Um das Königsschwert zu machen, benötigen wir den letzten Splitter. Hotto hat ein halbes Emblem im Haus. Hm, also gab sie dir die andere Hälfte. Kit holt die Hälfte des Emblems heraus. Die Embleme fügen sich zusammen. Miau, die ersten Könige wollten also immer, dass ihr beide zusammenarbeitet. Das Emblem, es offenbart den Ort des letzten Splitters. Reist in den Norden des Katzpitals, bis eure Füße nahe dem Ozean neben den Bäumen so schwarz, wartet der letzte Splitter. Worauf warten wir? Springen wir los. Ja, ich kann nur mit... So, die Sachen, die ich benutze, habe ich immer auf Level 15 gebracht. Und vor allem, weil wir dadurch einen Erfahrungsboost haben. Und den benutzt keiner was. Okay. Natürlich für das Kapitän in der Nähe des Ozeans. Okay. In der Nähe von schwarzen Bäumen. In der Nähe von schwarzen Bäumen. Level 45, okay. Da ist von 35 aber gerade der Schwierigkeitsgrad gut angestiegen. Okay, Ein- und Ausgang. So, damage-mäßig kann ich da noch gut pushen. No. Macht aber inzwischen noch viel Schaden und hält extrem gut aus.
Heilt leider nicht mehr genug. Ich glaube, ich sollte mein Equipment dann langsam auch mal wieder upgraden. Hat er über 11.000. Okay, aber es hat hier noch kein Dings. Ich denke, dies ist eine Karte. Sie zeigt nach Westen zu den Pfoteninseln. Das ist sie. Dort muss der letzte Splitter sein. Ah, jetzt. Okay. Normalerweise immer, wenn man alle Gegner besiegt hat. Eismagier gewandt. Sehr gut. Das ist gerade schön gestiegen. Los, aber Pfoten. Ich weiß, wo die Pfoteninseln sind. Am Arsch der Welt. Level 60 Gegner. Level 70. Okay, aber die Quest war ja eigentlich für... Da ist Level 60 höher. Ganz schön viel Unbekannte. Das sind die Pfoteninseln, aber es scheint, als könnten wir nicht hingelangen. Es sei denn, ihr könnt auf dem Wasser gehen, eure Miaus täten. Ich bin sicher, eine Stadtkatze aus Tatzenstadt müsste etwas... ...50er-Höhle. Eure Hoheiten, ich habe gehört, ihr benötigt Hilfe, um auf dem Wasser zu gehen. Königliche Hütten, ich kann euch helfen. Die Kunst auf dem Wasser gehens verschwand mit dem ersten Gouverneur vor langer Zeit. Aber Miaure Kondo hat mich dazu gebracht, den Leuchtturm aufzuräumen und ich habe dieses Tagebuch gefunden. Darin standen Informationen über seinen Aufenthaltsort, aber einige sind... Seiten sind vor der Stadt davon geflogen. Königliche Hoheit, Hundehoheit, ihr könnt die Seiten erschnüffeln. Geht los und holt sie. So, noch einer.
Hat bestimmt jemand. Na toll. Vor allem da ist sie direkt in der Mitte. Kann ich mir das Ganze hin und her laufen und sparen. Deine Hantel auf dem Rücken? Könige Hohet, ich habe mich gefragt, wann ihr zurückkommen würdet. Dass wir doch die letzte Seite brauchen, aber zuerst nehmt das. Waldläuferkappe, Wurfentfernung steigt. Ich werde das Tagebuch schon erneut untersuchen. Kommt und findet mich in der Nähe des Leuchtturms. Wir müssen die letzte Seite finden. Seid ihr bereit? Ich habe im Tag und Nacht gesehen, die letzte Zeit fehlt immer noch, aber mein Bauch sagt mir, dass ihr zwei Hohelten definitiv würdig seid. Königlich Hohelt, wir werden... Das muss die letzte Seite sein, jetzt die holen eure Hohelten. Wenn das keine Falle ist... In die 55er Höhle. Mhm, ich bin 57. Also so langsam ist der Schwierigkeitsgrad wieder extrem angestiegen und es gibt kaum noch Höhlen, wo ich reingehen kann. Der Weder steht komplett. Dann halt Feuer. Das Schöne an dem Feuerstab ist, er greift direkt an und keine kleinen Kugeln, die langsam auf den Gegner zu rollen. Vielleicht sollte ich den Feuerstab demnächst mal upgraden. Oh, das war stark. Ach so. Ich dachte, es geht einzeln auf. Ich wollte gerade sagen, wehe, portet mich raus. Ein Artefakt, das bedeutet, wir haben es mit Magie zu tun. Ich muss das nachlesen. Hier, nehmt diese Belohnung, König Joet. Finde mich später in der Nähe des Leuchtturms. Sie macht Rüstung. Ob da jetzt immer beide drin sind? Nee. Heißt, muss ich jetzt für Waffen immer in den anderen Kontinent rüber?
So, wir sind aber bei 15 Minuten. Ich würde sagen, wir machen erstmal eine Pause und sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss.